Das Thema Entwurmungen von Hunden und Katzen wird von Besitzern oft vernachlässigt und unterschätzt. Jedoch ist dieses Thema sehr wichtig, denn wenn dein Hund oder deine Katze Würmer hat, ist die Gefahr sehr hoch, dass du auch welche bekommen kannst. Daher, wenn du deinen Hund, deine Katze und dich vor Würmern schützen willst, dann bleib dran und erfahre mehr dazu. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt und das Thema des heutigen Videos ist Entwurmungen von Hund und Katze. Dieses Thema ist nicht nur ein sehr unappetitliches Thema, speziell dann, wenn man Würmer im Kot von Hunden und Katzen entdeckt. Nein, ganz im Gegenteil, es ist ein sehr wichtiges Thema, denn Würmer können verschiedene Krankheitssymptome verursachen und die Gesundheit stark beeinträchtigen. Daher, wenn du deinen Liebling vor Würmern schützen willst, empfehle ich dir, das Video bis zum Schluss anzuschauen. Und wenn du die nächsten Tipps zum Thema Tiergesundheit nicht verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Und nun geht's weiter. Nun fangen wir mit der ersten Frage an. Wie infizieren sich Hunde oder Katzen mit Würmern bzw. Parasiten? Würmer können auf verschiedene Art und Weise auf Hund und Katze übertragen werden. Selbst reine Wohnungskatzen sind vor Würmern nicht geschützt. Bei reinen Wohnungskatzen gibt es meistens zwei Übertragungswege, nämlich der eine über die Besitzer, indem der Besitzer über Schuhe Wurmeier aus der Außenwelt in die Wohnung mitnimmt, und der zweite Weg ist mit dem Essen, wenn man rohes Fleisch verfüttert. Bei freigehenden Katzen gibt es dann noch einige weitere Möglichkeiten, sich mit Parasiten zu infizieren, nämlich durch Kontakt mit Artgenossen, durch Kontakt mit Fäkalien und durch das Jagen von Mäusen. Bei Hunden gibt es natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten, wie sie mit Parasiten in Kontakt kommen, denn Hunde schnüffeln gerne, riechen, schlecken etwas vom Boden auf, manchmal fressen sie sogar etwas vom Boden, leider auch Kot. Weiters haben sie auch regen Kontakt mit anderen Artgenossen und das bietet den Parasiten bzw. Paraseteneier viele Möglichkeiten, wie sie von einem Wirt auf einen anderen übertragen werden. Noch zu ergänzen ist, dass Fliegen, Flöhe und verschiedene Schneckenarten Parasiten auf Hunde und Katzen übertragen können. Nun könnte man sich als Tierbesitzer fragen, wie kann ich von meiner Katze oder meinem Hund Parasiten bekommen? Hier gibt es einige Möglichkeiten, beispielsweise die Katze putzt sich sehr viel, auch im Bereich der Afterregion. Hat sie einen Parasitenbefall, dann sind Wurmeier oft in der Afterregion verpickt, die mit dem reinen Auge natürlich nicht ersichtlich sind. Sie putzt sich dort, dann schlägt sie deine Hände oder dein Gesicht und dann ist die Möglichkeit sehr hoch, dass du auch mit Parasiten oder Würmern infiziert wirst. Bei Hunden ist es ein ähnlicher Weg, nämlich auch durch das Schlecken am After, denn Parasiten können einen gewissen Juckreiz im Bereich der Afterregion hervorrufen. Dann schlecken sie sich am After und dann deine Hand oder dein Gesicht. Weiters natürlich auch durch die Möglichkeit, dass sie Kot fressen und dann im Anschluss dich irgendwo abschlecken und dann berührst du dich am Gesicht, im Mund oder im Bereich Nase und dann hat man die Parasiten auf diese Art und Weise schnell bekommen. Nun, was sind die gängigsten Würmer, Parasiten oder auch Endoparasiten genannt bei Hund und Katze? Häufig bei Hund und Katzen kommt vor der Spulwurm, der Hakenwurm und der Bandwurm. All diese Würmer sind auch auf uns Menschen übertragbar. Ganz vorsichtig sollte man sein beim Fuchsbandwurm, denn dieser Wurm verursacht bei Katzen keine Symptome, jedoch bei Menschen kann er zu schweren Leberschäden führen. Nun, wie kannst du erkennen, dass dein Hund oder deine Katze mit Würmern befallen ist? Eine Infektion mit Endoparasiten muss nicht zwingend zu akuten Symptomen führen. Speziell kräftige adulte Katzen kommen mit den Parasiten gut klar und haben wenig bis keine Beeinträchtigung. Ist deine Katze jedoch sehr alt oder auch sehr jung? Dann können Parasiten sehr wohl deren Gesundheit beeinträchtigen. Es kann vorkommen, dass ältere Katzen sehr abgemagert sind, etwas verwahrlost ausschauen, die Nahrung schlechter verwerten und auch anfälliger für alle möglichen anderen Krankheiten sind. Bei jungen Hunden können Parasiten sich in dieser Art und Weise zeigen, dass sie einen etwas aufgeblähten Bauch haben, ein schlechteres Wachstum, das heißt kümmerer sind,
und auch oft Durchfall zeigen. Beim Hunden schaut es im Prinzip sehr ähnlich aus. Kräftige erwachsene Hunde zeigen trotz Parasitenbefall kaum Symptome, das heißt jedoch nicht, dass man sie nicht therapieren sollte. Junge und alte Hunde können bei Parasitenbefall ein schwaches Immunsystem vorweisen, das heißt eine leichtere Anfälligkeit auf bakterielle und virale Krankheit. Sie können auch eine schlechtere Verdauung haben, eine schlechtere Verwertung der Nahrung und allgemein etwas verwahrlost ausschauen. Ein hundertprozentiger Beweis, dass ein Hund oder eine Katze Würmer hat, ist, indem man Würmer im Kot nachweist. Manchmal sind sie mit freiem Auge sichtlich als weiße Fäden. Sie können sehr kurz oder auch etwas länger sein. Man kann auch die Kotprobe auch ins Labor oder zum Tierarzt schicken, der sich das dann unter dem Mikroskop anschaut und spezielle Wurmeier nachweisen kann. Nun, wie kannst du deinen Hund oder deine Katze vor Parasiten schützen und gegen Parasiten behandeln? Das gibt's gleich. Gegen Endoparasiten gibt es leider keine Impfung. Das heißt, man muss regelmäßig eine Wurmkur durchführen. Wie häufig man eine Wurmkur durchführen sollte, hängt davon ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Hund oder deine Katze mit Würmern in Kontakt kommt. Beispielsweise, eine Freigängerkatze kommt sehr leicht in Kontakt mit Würmern, speziell wenn sie Mäuse jagt. In dem Fall sollte man eine Entwurmung viermal im Jahr empfehlen. Bei reinen Wohnungskatzen reicht auch in den meisten Fällen zwei Entwurmungen im Jahr, zumindest sollte man diese einmal im Jahr durchführen. Bei Hunden schaut die Empfehlung sehr ähnlich aus, nämlich eine Entwurmung alle 3 Monate durchzuführen, das heißt viermal im Jahr. Wird ein Hund gebarft, das heißt mit rohem Fleisch gefüttert, dann solltest du mit deinem Tierarzt besprechen, ob man die Entwurmungsanzahl erhöhen sollte. Für eine Entwurmung musst du nicht unbedingt mit deiner Katze oder mit deinem Hund zum Tierarzt gehen. Nein, meiste Entwurmungspräparate sind in Form einer Tablette, in einer Paste oder sehr praktisch in Form eines Spot-Ons. Das heißt, du gehst zu deinem Tierarzt oder zu einer Apotheke, kaufst dir das Spot-On-Präparat und verabreichst es zu Hause ganz stressfrei. Weiter sehr praktisch ist, dass diese Spot-On-Präparate meistens auch gegen Flöhe und Zecken schützen. Ein eigenes Video zum Thema Zeckenschutz oder Flohbehandlung habe ich auch gemacht und findest du unten in der Infobox. Willst du deinen Hund nur nach Bedarf entwurmen, dann solltest du regelmäßig Kotanalysen durchführen, im besten Fall alle 3 Monate. Wie funktioniert das? Du sammelst Kot von 3 aufeinanderfolgenden Tagen, somit hast du eine Sammelkotprobe. Mit dieser Sammelkotprobe gehst du zu deinem Tierarzt, er schaut sich diese Kotprobe unter dem Mikroskop an und falls er Würmer sieht, wird eine entsprechende Behandlung durchgeführt. Diese Möglichkeit ist genauso gut, etwas teurer als die andere, jedoch vermeidest du, dass dein Hund lebenslang Antiparasitika bekommt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir etwas näher bringen, warum Entwurmungen nicht nur für deinen Liebling, sondern auch für dich wichtig sind. Falls du noch Fragen hast, stell sie mir bitte unten in die Kommentarbox. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und falls du das nächste nicht verpassen willst, unten abonnieren. Danke beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gesunde Grüße an dich und deine Vierbeine.